Moin Leute und tatsächlich heute einen Give Castle Friends After Patch. Das bedeutet, ich zeige euch eine Möglichkeit, wie der gepatchte Give Castle Friends wieder funktioniert. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Und für die Leute, die ich noch nicht abonniert haben, abonniert mich. Dieser Glitch ist einfach absolut gönnerhaft. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Naja, ihr braucht einen Nachtclub inklusive Terabyte. Und im Terabyte braucht ihr auch noch einen Oppressor MK2. Außerdem braucht ihr auch noch einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Anteil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen kostenlosen LEG. Beziehungsweise wenn ihr ein anderes Fahrzeug benutzt, werdet ihr bei diesem Glitch verlieren. Also sprich, solltet ihr kein teures Fahrzeug im MOC stehen haben. Deswegen mein Tipp, nehmt den LEG. Den LEG findet ihr auf der Legendary Motorsport Seite. Außerdem braucht ihr für diesen Glitch auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nehmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Und außerdem braucht ihr zu guter Letzt natürlich auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Und optimalerweise hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr haben möchtet. Und Leute, bleibt bis zum Ende des Videos dran, denn am Ende des Videos werde ich euch ein paar Tipps geben für diesen Give Castle Friends After Patch Variante. Also ich muss sagen, legen wir doch mal direkt los. Als erstes seid ihr in irgendeiner GTA Online Sitzung. Und Leute, euer Freund muss in einer anderen GTA Online Sitzung sein, wo ihr beitreten könnt. Das ist ganz, ganz wichtig, Leute. Sprich, einfach eine Freundessitzung oder eine Einladungssitzung und er schickt euch eine Einladung. Denn als erstes müsst ihr in eurer Sitzung über Mechaniker eure Oppressor MK2 aus eurem Terabyte bestellen. Denn als nächstes fliegen wir jetzt mit unserer Oppressor MK2 zu unserem Nachtclubhaus. Seid ihr aber eurem Nachtclubhaus angekommen, müssen wir jetzt die Beitrittsmeldung zu eurem Freund in einer anderen Sitzung erstmal laden lassen. Das bedeutet, wir gehen ins PlayStation-Menü, gehen zu unserem Freund und gehen jetzt auf Beitreten. Die Meldung, die sich jetzt in GTA laden wird, brechen wir dann mit Kreis ab. Das hat den Sinn jetzt, dass diese Meldung jetzt sofort kommt, wenn wir jetzt nochmal beitreten würden, da diese Beitrittsmeldung ja schon geladen ist. Und genau das brauchen wir jetzt, Leute. Dann als nächstes fliegen wir zu unserem Nachtclub hinein und wählen die Terabyte-Garage aus. Und sobald ihr diesen Ladescreen seht, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste und tritt eurem Freund bei und bestätigt die Meldung natürlich auch mit X, dass ihr ihm beitreten möchtet. Und ihr seht jetzt auch schon im Ladescreen, Leute, dass das jetzt irgendwie verbuggt war, dass er irgendwie kurz als unsichtbar war. Und genau das braucht ihr, Leute. Denn dadurch seht ihr jetzt schon, okay, ich bin verglitcht und ready für diesen Give Castle Friends Glitch. Wie geil ist das denn? Das war's schon mit dem Verglitschen. Wirklich, so einfach kann's gehen. Denn wenn ihr jetzt bei eurem Freund in der Sitzung gespawnt seid, seid ihr ready für den Give Castle Friends Teil. Denn ihr müsst jetzt zu dieser Location gehen, wo euer Freund schon optimalerweise schon da ist und auch das Fahrzeug schon bestellt hat, was ihr gerne haben möchtet. Denn als nächstes bestellt ihr über das Interaktionsmenü euren MOC zu euch. Und Leute, es ist wirklich sehr wichtig, dass ihr genau an dieser Stelle hier glitscht. Das werdet ihr auch gleich später sehen, warum. Und außerdem müsst ihr jetzt natürlich auch euer Fahrzeug aus dem MOC bestellen. Und Leute, bestellt es über das Interaktionsmenü, geht nicht zu Fuß in euren MOC hinten hinein, denn sonst habt ihr einen Infinity Blackscreen und müsst einen Glitch von vorne machen, nur so nebenbei. Gut, habt ihr euren MOC jetzt so hingestellt wie ich und habt euer Fahrzeug bestellt, was in dem MOC drin war, können wir auch schon loslegen. Denn als nächstes steigt euer Freund hinein. Und Leute, euer Freund muss jetzt den persönlichen Zugang zu seinem Fahrzeug auf Beifahrer stellen. Das ist wirklich essentiell wichtig für diesen Glitch, dass er den auf Beifahrer gestellt hat. Denn als nächstes nimmt euer Freund das Handy, geht auf Kontakte und geht auf Nachricht, so dass dieses Textmenü aufploppt. Genau das brauchen wir jetzt. Wenn euer Freund das gemacht hat, sagt er euch Bescheid, ey yo, bin ready, kannst weitermachen. Denn ihr fahrt jetzt mit eurem LEG in meinem Fall jetzt wieder zu eurem MOC hinten hinein und drückt die rechte Pfeiltaste. Werdet merken, dass ihr gefreezed seid und das ist extra. Denn nach ein paar Sekunden wird euer Freund aus dem Auto automatisch rausgeschmissen und sobald euer Freund rausgeschmissen wurde, seid ihr entfreezed. Das bedeutet, ihr könnt jetzt wieder ein paar Schritte zurückfahren, so dass ihr den blauen Kreis zu Fuß wieder seht. Denn ihr steigt jetzt aus, euer Freund lädt sich jetzt in der Zwischenzeit gegen euer MOC, die geht jetzt in den blauen Kreis rein, geht in den MOC rein und wählt natürlich alleine eintreten aus. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, Leute, dass ihr auf alleine eintreten geht. Jetzt werdet ihr einen Infinity Black Screen haben, denn müsst jetzt jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr geht in irgendeine Community oder Freundesliste und schaut mal, wer GTA spielt. Habt ihr jemanden gefunden, der GTA spielt? Gucken wir jetzt, ob der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir treten den jetzt erstmal bei. Die erste Meldung, die sich jetzt in GTA laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr ihm beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Denn wir drücken jetzt die doppelte PlayStation-Taste, gehen nochmal auf diese Beitrittsmeldung von diesen Typen und treten den nochmal bei. Und hier merkt ihr, Leute, ob er einen anderen Zielmodus hat oder nicht. Wenn sich die Meldung GTA nicht ändert, hat er den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch.
Aber wenn sich die Meldung GTA jetzt ändert, so wie bei mir, dass da jetzt steht, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, dann habt ihr jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat und jetzt könnt ihr hier Kreis drücken. Sobald ihr Kreis gedrückt habt, werdet ihr unsichtbar sein. Das ist auch der Grund, warum ihr hier an dieser Stelle glitchen müsst, denn bei diesen Giftgas-Fans werdet ihr immer unsichtbar an dieser Stelle spawnen. Aber Leute, ihr müsst euch jetzt beeilen, denn ihr müsst so schnell wie möglich zum Fahrzeug rennen und dort einsteigen. Und Leute, sobald ihr auf dem Beifahrersitz drinne sitzt, boom, das Fahrzeug gehört euch. Wie geil ist das denn? Und Leute, um das Fahrzeug jetzt auch wirklich fahren zu können, müsst ihr einfach zu Fuß euren MOC wieder verlassen und euer Fahrzeug übers MOC bestellen. Denn dann könnt ihr wieder auf den Fahrersitz rutschen und das Fahrzeug gehört dann komplett euch. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Wie geil ist das denn? Und dieser Glitch ist einfach so mega einfach. Ah Leute, das war schon die ganze Magie. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen nach oben da. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, warum denn nicht? Dieser Glitch ist unglaublich geil. Aber Leute, ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, ich gebe euch hier noch ein paar Tipps. Okay, hier ist Tipp Nummer 1. Wenn ihr unsichtbar seid und euer Freund vergessen hat, auf Beifahrer zu stellen, passiert das hier. Ihr werdet sofort eine Fehlermeldung in GTA bekommen und werdet gegebenenfalls in den Story-Modus zurückgeworfen. Wenn das passiert, Leute, müsst ihr euch komplett nochmal neu verglitschen. Und das wäre ziemlich blöd, deswegen Leute, achtet darauf, dass euer Freund auf Beifahrer gestellt hat. Tipp Nummer 2. Wenn ihr ein bisschen mehr glitchen wollt als nur ein Fahrzeug, das könnt ihr. Denn nachdem ihr euer Fahrzeug erglitscht habt, könnt ihr es nämlich umparken. Aber Achtung Leute, nicht in einer zum Beispiel Arena-Werkstatt. Nein, ihr nehmt das Fahrzeug, was ihr euch gerade erglitscht habt, und parkt es in einer normalen oder Firmengarage um. Das mache ich immer, damit kann ich mir immer mehrere Autos in kürzerer Zeit zusammendupen. Tipp Nummer 3. Falls ihr diesen Glitch als Money-Glitch machen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Euer Freund kann natürlich euch einen Easy aus der Arena-Werkstatt geben. Beispielsweise in der Zukunftsschock-Variante, ihr bringt am meisten Geld. Aber ich sag euch gleich, Leute, diese Kopien sind eigentlich dreckige Kopien. Um keine dreckige Kopien zu bekommen, müsst ihr schon vorher das gleiche Nummernschild besitzen wie dieser Easy von eurem Freund, bevor ihr überhaupt geglitcht habt. Also sprich, wenn er NHW hat, müsst ihr euch eine iFruit-App auch NHW vorher gekauft haben, beziehungsweise NHW-Nummernschild auch besitzen. Nachhinein geht das natürlich nicht mehr, denn da ist es ja schon eine dreckige Kopie. Aber ein, zwei dreckige Kopien sind generell nicht schlimm, Leute, wenn ihr die verkauft. Es dürfen halt nicht zu viele dreckige Kopien werden. Aber gut, Leute, das waren jetzt die drei goldenen Tipps zum Sonntag. Ich würde mal sagen, wenn euch dieser kleine Glitch gefallen hat, dann lasst auch mir mal bitte ein Like da. Und falls mich immer noch nicht abonniert habt, ey, ich weiß nicht warum. Ich gebe mir doch echt viel Mühe hier. Deswegen, ich würde mal sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Euer Bombard. Ciao.